Die Premier League of Darts ist eines der wichtigsten Turniere im Jahr, wo ihr sie 2019 im Livestream verfolgen könnt. Welche Spieler überhaupt teilnehmen und wie der Modus aussieht, erfahrt ihr hier bei Spox. Startschuss ist am Donnerstag, den 7. Februar. Gespielt wird wie üblich in mehreren Ländern, diesmal sind neben Großbritannien und Irland auch Deutschland und die Niederlande dabei. Wie auch schon bei der Weltmeisterschaft als zuletzt auch beim PDC Darts Masters zeigt sich DAZN für die Übertragung der Premier League verantwortlich. DAZN ist ein Ortangebot, das seit Jahren mit seinem Darts-Programm auftrumpft und mit Elmar Paulke die deutsche Darts-Stimme schlechthin in seinen Reihen hat. DAZN überträgt jedoch nicht nur Darts, auch im Kampfsport und im US-Sport ist der Streaming-Dienst beheimatet. Darüber hinaus gibt es jede Menge Fußball live zu sehen, Champions League, Europa League, Premier League und vieles mehr. Kurz nach den Sessions gibt es die Highlights der Partien zu sehen, nicht nur auf DAZN, sondern auch kostenlos auf Spox. Premier League of Darts 2019, Teilnehmer wie immer findet die Premier League in einem erlesenen Kreis von Spielern statt. Fix antreten dürfen die ersten vier der Order of Merit. Dazu gesellen sich 6 Profis, die eine Wildcard erhalten haben, so dass insgesamt 10 Spieler dabei sind. In diesem Jahr sind das folgende: Michael van Gerven, Niederlande, Rob Cross, England, Peter Wheelwright, Schottland, Gary Anderson, Schottland, nimmt nicht am Turnier teil. Daryl Gurney, Nordirland, Gavin Price, Wales, Mansur Suljovic, Österreich, James Wade, England, Michael Smith, England, Raymond van Barneveld, Niederlande, Gary Anderson sagt Premier League ab, das Turnier wird ohne Gary Anderson stattfinden. Das gab die PDC am Montag bekannt. Anderson verzichtet aufgrund von Rückenproblemen auf die Teilnahme. Es tut mir leid für die Fans, dass ich dieses Jahr nicht dabei bin. Ich bin so enttäuscht wie jeder andere, dass ich absagen muss, sagte der Schotte. Der zweimalige Weltmeister verpasst nach den PDC Masters in Milton Keynes bereits das zweite Turnier des Jahres. Wer anstelle von Anderson antritt, steht bislang offen. Ich habe wirklich versucht, für die Premier League bereit zu sein, aber es ist körperlich einfach nicht möglich. Ich habe schon Schmerzen, wenn ich versuche, ein bisschen zu trainieren. Es würde langfristig Schaden anrichten, wenn ich etwas anderes mache als zu regenerieren und mich behandeln zu lassen, sagte der 48-Jährige. Anderson wird von 9 Spielern ersetzt, inklusive Max Hopp. Nach dem Ausfall von Gary Anderson hat die PDC nun bekannt gegeben, den Schotten durch 9 Spieler zu ersetzen. Aufgrund dieser kuriosen Änderung wird jeder dieser 9 Spieler an einem der 9 Spieltage anstelle von Anderson teilnehmen. Neben Max Hopp, der am 21. März in der Berliner Mercedes-Benz Arena gegen den 5-fachen Weltmeister Raymond van Barneveld antreten wird, rücken Nathan Aspinall, Luke Humphries, Chris Dobey, John Henderson, Steve Lennon, Jeffrey de Zwaan, Glenn Durrant und Dimitri van den Berg nach. Gewonnene Punkte durch die 9 Ersatzspieler zählen nicht für die Ligatabelle, ihre Kontrahenten behalten allerdings gewonnene Punkte durch diese Spiele. Die 9 Nachrücker erhalten dagegen Geldprämien für Siege und Unentschieden. Premier League of Darts 2019, Modus, wie der Name schon sagt, handelt es sich bei der Premier League of Darts um ein Ligasystem. Dementsprechend spielt im wöchentlichen Rhythmus immer donnerstags erst einmal jeder gegen jeden, bevor die beiden bis dahin Letztplatzierten ausscheiden. Die übrigen 8 Spieler treffen in der Folge nochmal jeweils aufeinander, so dass am Ende 4 verbleiben, die in einem großen Finalevent um den Sieg kämpfen. Gespielt wird an den üblichen Spieltagen im Best-of-12-Legs-Modus. Im Halbfinale geht es im Best of 19 Legs weiter. Im Endspiel läuft die Partie dann maximal über 21 Legs.
Insgesamt geht es dabei um ein Preisgeld von 825.000 Pfund. Wo findet die Premier League of Darts 2019 statt? Insgesamt wird die Premier League 2019 in 15 verschiedenen Städten ausgetragen. Mit dabei ist zum zweiten Mal auch Berlin. Das Finale steigt in London. Premier League of Darts 2019, Spielplanrunde, Datum, Spielort 1. Spieltag 7. Februar Newcastle 2, Spieltag 14. Februar Glasgow 3, Spieltag 21. Februar Dublin 4, Spieltag 28. Februar Exeter 5, Spieltag 7. März Aberdeen 6, Spieltag 14. März Nottingham 7, Spieltag 21. März Berlin 8, Spieltag 27. März Rotterdam Judgment Night 28. März Rotterdam 10, Spieltag 4. April Belfast 11, Spieltag 11. April Liverpool 12, Spieltag 18. April Cardiff 13, Spieltag 25. April Birmingham 14, Spieltag 2. Mai Manchester 15, Spieltag 9. Mai Sheffield 16, Spieltag 16. Mai Leeds Halbfinale 23, Mai London Finale 23. Mailand in Premier League 1. Spieltag, Ergebnisse, Spieler 1, Spieler 2, Ergebnis, James Wade, Raymond van Barneveld 7:4, Gewinnpreis, Daryl Gurney 7:4, Christobe Mensur Suljovic 6:6, Michael van Gerven, Michael Smith 7:5, Peter Reitrop Cross 6:6, die bisherigen Gewinner der Premier League of Darts, Jahr Gewinner, Finalist, Ergebnis 2005, Phil Taylor, Colin Lloyd 16:2 und 40.006, Phil Taylor, Roland Scholten 16:2 und 60.007, Phil Taylor, Terry Jenkins 16:2 und 60.008, Phil Taylor, James Wade 16:2 und 80.009, James Wade, Mervyn King 13:2 und 80.010, Phil Taylor, James Wade 10:2 und 80.011, Gary Anderson, Adrian Lewis 10:2 und 40.012, Phil Taylor, Simon Whitlock 10:2 und 70.013, Michael van Gerven, Phil Taylor 10:2 und 80.014, Raymond van Barneveld, Michael van Gerven 10:2 und 60.015, Gary Anderson, Michael van Gerven 11:2 und 70.016, Michael van Gerven, Phil Taylor 11:2 und 30.017, Michael van Gerven, Peter W. Wright 11:100, 2018, Michael van Gerven, Michael Smith 11:4, Phil Taylor ist mit 6 Titeln Rekordsieger der Premier League of Darts.